In diesem Teil beschäftigen wir uns nur mit Fußnoten. Fußnoten verwende ich zum Beispiel beim Zitieren, um eine Quellenangabe zu machen, bei Anmerkungen oder für andere sonstige Hinweise, wenn ich Fachbegriffe erklären möchte. Dazu gehe ich irgendwo hin, wo ich etwas erklären möchte. Sagen wir, ich möchte zum Wort Zentraldokument etwas erklären. Gehe dann auf Verweise, Fußnote einfügen und kann hier unten nun beispielsweise schreiben, wird auch Filialdokument genannt. Es gibt auch die Möglichkeit, Endnoten zu definieren, sodass Fußnoten erst am Ende eines Buches oder einer Bachelorarbeit erklärt werden. Aus meiner Erfahrung macht es aber eher mehr Sinn, das auf der gleichen Seite zu machen, weil sonst ist man nur ständig mit dem Herumblättern innerhalb des Word-Dokuments beschäftigt und man erspart dem Leser mit dem Setzen auf der gleichen Seite sehr viel Arbeit. Setzen wir nun beispielsweise eine zweite Fußnote und sagen wir, hier bei Konkordanzdatei Fußnote einfügen, wird beim Filialdokument verwendet. Wie man sieht, das Ganze aktualisiert sich automatisch. Ich zoome ein bisschen näher ran. Hier haben wir nun Fußnote 2 und hier Fußnote 1. Dies erledigt Word quasi im Hintergrund automatisch.